Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Gruppe B und ich kann euch sagen, das ist der absolut geilste Tag ever gewesen. Ich werde euch wieder die Ergebnisse präsentieren und die Highlights zeigen. Deswegen Spoilerwarnung wie jeden Tag, wenn ihr die Ergebnisse nicht sehen wollt, müsst ihr wegschalten. Und jetzt ein kleines Vorwort. Heute war es einfach nur abartig geil, der beste Spieltag überhaupt. Ich will euch am liebsten gar nicht die Ergebnisse präsentieren. Ich sage euch, guckt jedes einzelne Spiel nach. Das als kleiner Hinweis, wenn ihr das jetzt wirklich machen wollt, weil ich euch gecatcht habe, dann schaltet vielleicht jetzt nochmal weg, ansonsten kommen trotzdem die Ergebnisse. Was heute abging, ist nicht mehr feierlich. Wir haben heute, wie gesagt, Gruppe B. Jetzt wird jeden Tag entschieden, wer der Gewinner einer Gruppe ist. Das heißt, morgen gibt es wieder eine Gruppe, übermorgen, übermorgen. Das heißt jetzt nicht mehr zwischen einigen Gruppen, sondern wie gesagt, eine einzelne Gruppe. Heute ging es um Team Vitality, heute ging es um Cloud9, um Gen.G, die alten Weltmeister, und um EDG. Die Games waren einfach bombastisch und ich würde sagen, wir starten jetzt. Das Auftaktspiel für Gruppe B durfte Royal Never Give Up gegen Team Vitality führen. Und wir erinnern uns zurück, es stand 3:0 für RNG und alle anderen Teams stand 1:2. Das heißt, der Kampf heute ist umso verbitterter. RNG hat sich diesmal für den Lee Sin im Jungle entschieden, währenddessen Team Vitality auf den Draven setzt. In den Bans haben wir Xayah, Alistar, Aatrox, Irelia, Yasuo, Urgot, Akali, LeBlanc, Nocturne und Varus. Das Spiel startet für RNG ziemlich gut. Lee Sin konnte auch erstmal wieder den einen oder anderen Kill mitnehmen, sowie den ersten Drachen. Doch Vitality hat es irgendwie geschafft, sich zusammenzuraufen und immer wieder mehr Picks zu machen und später auch mit Draven die starken Äxte durchzubringen. Wir haben noch nicht gesehen, dass RNG überhaupt irgendwelche Schwächen hat, weil sie die klaren Favoriten in diesem Turnier sind. Doch Vitality hat gezeigt, dass sie wieder eine Überraschung sind in dieser Gruppe und Team Vitality hat dafür gesorgt, dass RNG am Ende die erste Niederlage kassiert hat. Überraschung für jeden und das hat die Gruppe schon mal mächtig aufgewühlt. Im zweiten Spiel musste Cloud9 gegen Gen.G ran und beide haben jetzt festgestellt, oh, Vitality kämpft mit harten Bandagen. Umso wichtiger ist auch dieses Spiel. Wir sehen auf Cloud9 Seiten eine Sivir als ADC, aber der Überraschungspick war hier Hecarim auf der Toplane und zwar mit Teleport und Ignite. Das hatten wir doch ein paar Meta-Phasen vorher schon mal. Auf der anderen Seite haben wir Skarn und in den Bans haben wir Kalista, Talia, Draven, Ryze und Zilean sowie Alistar, Lissandra, Tahm Kench, Malzahar und Galio. Die Koreaner sahen sehr, sehr, sehr traurig aus, denn hier haben wir wieder ein perfektes Beispiel, was eigentlich mit dem Midlaner Crown los war. Er hatte Tränen in den Augen, er tat uns wirklich leid, 0-5-0 bei Minute 24, er wurde permanent gesittet. Hecarim, Shen, irgendwelche Flashplays, Nocturne, jedes Mal auf die Syndra drauf. Und ja, der Chat meinte auch schon, dass sie einfach nur am Feeden sei, aber im Prinzip als Midlane-Main weiß ich, wie ärgerlich es sein kann. Cloud9 hat die ehemaligen Weltmeister noch einmal vorgeführt und der Hecarim-Pick hat wunderbar funktioniert. Cloud9 geht also 2-2 weiter. Anschließend haben wir Vitality gegen Gen.G. Wenn Gen.G noch mitmischen will, müssen sie dieses Spiel gewinnen. Haben auch eine solide Teamkonstellation, wollten diesmal nicht so hart in der Mitte gesittet werden, haben sich anstatt für eine Syndra zum Beispiel jetzt für einen Malzahar entschieden, der ein bisschen mehr Sicherheit bringt. Team Vitality setzt wieder aufs Early Game mit LeBlanc und Lee Sin, haben aber auch noch die Absicherung in Tristana. In den Bans haben wir Alistar, Xayah, Aatrox, Talia und Lissandra sowie Thresh, Nocturne, Zion, Kindred und Xen. Was auch immer der Trainer mit Team Vitality gemacht hat, er sollte damit weitermachen, denn Team Vitality hat generell schon mehrere Überraschungen in diesem Turnier gebracht und auch hier wieder hatte Gen.G absolut keine Chance. Urgot war ein absolutes Monster. Urgot hat die Irelia auf der Toplane dominiert, hat öfters einfach das gesamte gegnerische Team getankt. Und dann haben sie mit Leona und Lee Sin einfach noch die Engages gemacht. Vitality also jetzt auf Spitzenposition in diesem Moment mit EDG zusammen. Cloud9 hat jetzt wirklich Angst und Gen.G verabschiedet sich aus dem Turnier quasi mit dieser Niederlage. Wie gesagt, umso heißer wird es jetzt für Cloud9, denn sie brauchen einen Sieg, da sie wissen, Team Vitality sowie RNG hat bereits 3 Siege. Cloud9 denkt sich also erstmal wieder ein cooles Team aus. Sie haben einen Shen,
und eine Sivir. Die anderen widersetzen sie auf Lee Sin RNG, heute sehr, sehr, sehr oft gespielt. In den Bands haben wir Tam Kenshi, Riga, Xayah, Regalio, Thresh. Bei Thresh hakt es immer ein bisschen. Draven, Nocturne, LeBlanc und Aatrox. Cloud9 war sich deren Sache bewusst. Sie wussten, sie müssen gewinnen und dementsprechend haben sie auch wirklich alles gegeben. RNG hat zwar versucht, gegenzuhalten mit dem Urgott-Pick, aber dieses Mal muss man sagen, war der Shen Leakridge, der Top-Banner, der jetzt hier leider in diesem Clip gestorben ist, sehr stark. Der hat immer die Carries beschützt und dann die Flash-Torn-Plays gebracht. Sie konnten Uzi immer fokussen und das war hier die Strategie. Denn RNG spielt, wie ihr sehen könnt, Zion Mitte Urgott, also wirklich Kragas, sehr beefy und der richtig kranke Damage-Dealer ist Uzi. Sie tunneln Uzi den ganzen Farm, die wollen Uzi fett machen, aber C9 hat genau das kopiert und immer auf die Lane, wo Uzi war, drei Leute geschickt und diesmal war Uzi leider nicht in der Lage zu carryen. Cloud9 gewinnt dieses Spiel, damit steht Cloud9 3-2, RNG 3-2 und Team Vitality 3-2. Die Koreaner, von denen wir gar nicht mehr sprechen, die sind schon raus. Und was hier passiert ist, ich saß vorm Fernseher und ich konnte meinen Augen nicht glauben. Ich hoffe, ihr habt die Spiele auch gesehen. Die Fans sind noch ausgerastet. Man hat die Schreie gehört des Publikums. Heftiger Tag. Aber es geht noch weiter. Und jetzt heißt es wieder EU gegen NA. Das Team, was hier gewinnt, ist schon mal sicher im Viertelfinale. Also auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Und Team Vitality bekommt wieder ihren Echo. Den Pick, den Jizuke ganz gerne mal spielt. Cloud9 hat es ja gesagt, dagegen picken wir Silean. Denn wenn mal einer stirbt, dann ulte ich den einfach. Dann haben sie aber noch einen Singed gepickt. Also wirklich viel kombiniert hier in diesem letzten Spiel. Tam Kenshi, Rieder, LeBlanc, Ryze, Talia, Alistar, Urgott, Aatrox, Galio und Rakan sind gebannt. Bei Minute 26 war das Spiel noch relativ knapp. Team Vitality wollte sich dann vielleicht mal hier so in den Baron Pit reinsneaken, aber da ist Cloud9 nicht drauf reingefallen. Jensen, wie wir hier gesehen haben, hat immer wieder Doppelbomben getroffen. Und Leakridge ist mit Singed reingelaufen, hat die Leute nach vorne geholt und ungefähr ab diesem Zeitpunkt hat einfach Cloud9 das Game übernommen. Die Teamkomposition sehr schön gespielt. Jensen hat nur einen einzigen Fehler in dem Spiel gemacht, weil er einmal die falsche Person geultet hat. Aber das, was Silean Jensen hier gebracht hat, das war ein Clean Game. Ich habe lange nicht, vielleicht noch nie so eine gute Silean Performance gesehen. Das war einfach nur Zucker. Cloud9 gewinnt dieses Spiel und damit NA auf jeden Fall schon mal im Viertelfinale. Das nächste Spiel ist besonders für Team Vitality interessant, denn hier muss RNG verlieren, damit Team Vitality in einen Tiebreaker kommt und es ebenfalls noch ins Viertelfinale schaffen kann. Da müsste aber erstmal Gen.G gewinnen. Sie haben sich das erste Mal für Nami entschieden, die wir hier jetzt auch mal auf der Worlds zu Gesicht bekommen. Bei RNG haben wir Uzi auf Kalista. Haben wir bisher, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Vielleicht einmal, ich will jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber Kalista mit Thresh ist eine gute Kombi, denn beide können sich gegenseitig saven. In den Bands haben wir Tam Kench, Rakan, Braum, Syndra, Ryze, Nocturne, Alistar, Xayah, Kaiser und Galio. Und leider waren die Koreaner sehr, sehr, sehr schwach. Der Chat hat die ganze Zeit gespammt, bitte Gen.G gewinnen, damit Team Vitality noch eine Chance hat. Aber so wie es hier aussieht, hat RNG das Spiel dominiert. Und auch wenn Gen.G vielleicht den einen oder anderen Kill noch bekommen hat, war RNG einfach überall stärker. Uzi war später unstoppable. Das bedeutet, RNG ist ebenfalls im Viertelfinale, steht genauso wie Cloud9 4-2 und die müssen jetzt nochmal den Tiebreaker spielen, wer eigentlich Erster wird und wer Zweiter. Team Vitality ist damit leider auch raus. Das letzte Spiel wird es also entscheiden. Und hier haben wir unser finales Game. Wer wird Erster in der Gruppe und wer wird Zweiter in der Gruppe? So oder so sind beide Teams im Viertelfinale, aber die Position ist doch schon wichtig. Cloud9 hat sich wieder entschieden für Silean auf Jensen und es ist confirmed, Leute. Ich bin so hebel, ich habe das Game gerade gesehen. Es war wieder ein ultimativ geiles Game. Heftig, was heute für Games da waren. So wünsche ich mir jetzt jeden Worlds-Tag. Poppy wurde noch gelockt. In den Bans haben wir Talia, Kindred, Shen, Urgott, Hikarim, Alistar, Irelia, Tam Kench, Ryze und LeBlanc. Wie schon gesagt, das Game war ultimativ spannend. Jedes Mal, wenn Syndra oder Nocturne jemanden geultet haben, hat Jensen einfach seine Counter-Ulti benutzt, also der Silean. Und damit ist irgendwie nie jemand gestorben. Die Fights
waren trotzdem immer wieder ein wenig besser für Cloud9. Sie haben wirklich 14 Kills im Vergleich zu 12 gehabt und alles schien offen. Mit Lucian hat man sogar gesagt, dass Cloud9 wahrscheinlich mit Xayah im Late Game die besseren Chancen hat. Cloud9 hat dann auch immer sogar die Moves gemacht um den Baron herum, die ganzen Traps gestellt mit Thresh und Co. Und dann aber einmal, ein einziges Mal, hat Jensen seine Passive auf Thresh benutzt. Das bedeutet, er bleibt kurz stehen, verbindet sich mit einem Band und gibt dann dem Thresh ein Level up. Das ist die Passive von Zilean. Genau in diesem Moment, als Jensen das gemacht hat, hat Rakan auf ihn engaged, weil vorher haben sie immer versucht, Xayah zu fokussen. Sie ist hochgeflogen, sie hat die Ulti bekommen, hat nicht funktioniert. Und genau in dem Moment, wo Jensen sich selbst geblockt hat, sage ich mal, haben sie Jensen gekillt. Dadurch konnten sie auch keinen mehr retten. Und dann, bei Minute 35 war das ungefähr, hat RNG den ersten richtigen Teamfight gewonnen, muss man wirklich sagen. Und direkt das Game gefinished. Bisschen bitter für Cloud9, weil sie haben es eigentlich besser gespielt, muss ich sagen. War mega spannend zu sehen. RNG, jetzt aber Erster, die haben auf jeden Fall erstmal Schweiß von der Stirn gewischt. Sind natürlich happy, dass sie jetzt weiter sind. Wir wollen aber genau dieses Cloud9 weiterhin sehen. Gruppe B ist damit entschieden. Und hier sieht ihr nochmal das finale Ergebnis. Cloud9 und RNG da noch im Gleichstand. Das Tiebreaker haben wir gerade gesehen. RNG hat es gewonnen, also es muss quasi, müsst ihr euch umdenken. Aber im grünen Bereich sind natürlich die beiden Teams. Team Vitality und Gen.G haben es leider nicht geschafft. Hier über mir seht ihr auch noch die Ergebnisse, wer wie gegen welches Team gespielt hat. Ich freue mich auf die nächsten Spieltage, wo die anderen Gruppen entschieden werden. Wir haben hier nämlich noch als nächstes Gruppe A, nicht zu vergessen, Gruppe C und Gruppe D. Danke wie immer fürs Einschalten. Wenn ihr Bock habt, schaut in meinen Stream vorbei, denn heute, jetzt starte ich direkt hier nach dem Stream. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch eine fresh Woche. Haut rein. Danke, macht's gut.